Hallo Freunde, heute sprechen wir mal über Becken. Und zwar darüber, dass Becken halt leider irgendwann reißen. Wenn man nicht sehr, sehr leise, sehr, sehr vorsichtig spielt, dann bleibt es nicht aus, dass das Material verschleißt und Becken irgendwann brüchig werden und Risse bekommen. Und ich war lange Zeit auch ein Verfolger des Mindsets, dass Becken heilig sind, dass man sich extrem spezifisch aussucht und das sind eben auch, wenn sie handgehämmert sind, natürlich als Einzelstücke und dass sie halt sehr wertvoll sind. Allerdings entwickelt sich ja auch der Mensch weiter. Natürlich, man groovt sich mit dem Becken ein, das ist ja eine Fortentwicklung, dass man den besten Klang aus dem Becken herausbekommen kann. Das ist eine Verbindung, die über Jahre wächst. Aber natürlich entwickelt man sich auch auf anderen Ebenen als Mensch weiter. Der Geschmack entwickelt sich weiter. Das heißt, wenn ein Becken reißt, ist es für mich eine Gelegenheit, mich nach was Neuem umzuschauen. Zu schauen, ob das alte Mindset, der alte Geschmack, den ich hatte, ob ich den noch beibehalte oder ob ich mich ja eben nach einem neuen Klang umsehe. Denn es ist ja so, dass man Becken, wenn sie einmal gerissen sind, nicht reparieren kann. Bei Trommeln ist es was anderes, die kann man flicken und natürlich kann man Felle wechseln und anders stimmen. Becken lassen sich nicht verändern, die sind so, wie sie sind und man kann den Klang kaum modifizieren. Manche von euch kennen das vielleicht mit dem Reparieren der Becken. Man versucht es immer wieder, indem man das ein feines Loch in das Ende von dem Riss bohrt und hofft, dass er sich nicht weiter fortsetzt. Oder was ich auch hier gemacht habe, ist ein Stück rauszuschleifen oder rauszusägen. Und die Praktik hielt überraschend lange, also ein paar Wochen. Aber man kann ein Becken eben nicht reparieren. Und wenn das einmal gerissen ist, dann wird sich der Riss fortsetzen oder an anderer Stelle wieder auftreten. Allerdings kann man eine Sache machen, und zwar das großflächig ausstanzen oder ausstanzen lassen. Allerdings wird dann ein komplett neues Becken daraus. Und dann haben wir das, worüber ich gerade eben gesprochen habe. Wenn das Becken eh schon gerissen ist, dann machen wir aus der Not eine Tugend und machen ein komplett neues Becken daraus und haben ein komplett anderes Instrument, komplett anderen Klang. Das Schöne daran ist, dass man aus einem alten Becken ein komplett neues sozusagen macht. Natürlich, das Material ist immer noch etwas älter und es wird sicherlich nicht so lange halten wie fabrikneues, aber trotzdem ist es wieder frisch in gewisser Weise und es muss nicht neu hergestellt werden. Becken brauchen unglaublich viel Energie aufgrund der hohen Hitze, die beim Herstellungsprozess verwendet wird. Und es gibt ja viele Arbeitsschritte, die viel Energie verbrauchen. Und deshalb ist das auszustanzen und das Becken so in gewisser Weise zu retten eine schöne Alternative. Und da habe ich eine Firma gefunden, und zwar Beckenklinik, beckenklinik.de. Kurzer Hinweis, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich das sage. Ich zahle selber, um meine Becken dort reparieren zu lassen. Wie zum Beispiel dieses 20 Zoll Crashbecken, was auf mehreren Aufnahmen gespielt wurde, was ich live gespielt habe, was auch in manchen Videos vorkommt. Und das ist eben auf der Fläche hier gerissen. Und das wurde dann so ausgestanzt. Hat einen komplett neuen Charakter. Aber dieses quasi neue Becken ist eines meiner absoluten Lieblingsbecken, was ich jetzt wirklich hüte wie meinen Augapfel, weil mir der Klang so gut gefällt und ich möchte mir den erhalten. Außerdem habe ich jetzt über die Zeit weitere gerissene Becken gesammelt und möchte euch mal zeigen, was diese Variante des Beckenreparierens denn so kann. Und zwar habe ich ein 22 Zoll China, was hier an der Krempe gerissen ist. Ich habe eine 14 Zoll Hi-Hat Bottom, was einen Riss auf der Fläche hat. Ein 14 Zoll Hi-Hat Top mit einem Riss hier am Rand und ein 18 Zoll Crashbecken mit einem Riss hier auf der Fläche. Diese Becken werde ich euch jetzt zeigen. Ich nehme jetzt für euch einmal auf, wie sie in diesem Zustand klingen. Dann schicke ich sie ein, schaue, was die Beckenklinik daraus macht und dann vergleichen wir das Ergebnis. We'll be right back.
weeks later. Da sind wir jetzt also ein paar Wochen später und das Paket ist zurückgekommen. Bevor wir das aufmachen, ich weiß schon selber gar nicht mehr ganz genau, was da drin ist. Ich weiß gar nicht mehr, was wir besprochen hatten. Das ist für mich jetzt auch sehr spannend. Vorher sollte ich sagen, dass ich die Becken, die kaputten Becken einfach eingeschickt habe und den Stefan von der Beckenklinik einfach gefragt habe, was ist das Beste, was wir daraus machen können. Bei manchen Sachen hat er mir generell abgeraten, weil er sagte, wenn wir da was mitmachen, ist einfach die Wahrscheinlichkeit zu groß, dass das Becken wieder reißt. Aber ich habe gesagt, egal, mach was Cooles draus, einfach um mal zu sehen, was man aus kaputten Becken machen kann. Jetzt schauen wir mal rein. Okay, das hier war mal ein 14 Zoll Hi-Hat Top Masterworks Seha Series. Das scheint jetzt eine Bell oder ein sehr dickes Splash-Becken geworden zu sein. Sieht interessant aus, dass man hier noch diesen leichten Rand hat. Das, wo es nicht abgedreht ist hier außen, dass davon noch ein bisschen was erhalten ist. Das werden wir uns gleich in Ruhe anhören. Nummer 1. Nummer 2 war ein 14 Zoll Hi-Hat Bottom und hat jetzt zwei Löcher. Da bin ich sehr gespannt, wie das klingt. Werden das mal vergleichen mit einem normalen Hi-Hat Top und vielleicht auch mit einem anderen modifizierten Hi-Hat Top. Und das dritte war ein ist weiterhin ein 18 Zoll Iris, Masterwork Iris Crash Becken, nur mit zwei Löchern, eben immer symmetrisch. Also es war ein Riss auf der Fläche und dann ausgestanzt und symmetrisch auf der anderen Seite auch. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ein 22 Zoll Custom Pointer China von Masterwork mit Riss auf der Krempe. Auch hier symmetrisch ausgestanzt oder ausgesägt entlang der Krempe des Risses und genau so auf der anderen Seite. Okay, wir werden uns die Dinger jetzt mal anhören und ich vergleiche die auch mit den vorherigen Aufnahmen. Aber was wir eben beachten müssen, ist, dass wir jetzt nicht vergleichen, inwieweit der Ton gleich geblieben ist, sondern das ist ja ein neues Instrument geworden, ein neues Becken geworden. Also wir haben sonst keinen Vergleich, also vergleichen wir es natürlich mit der Originalversion sozusagen, aber es geht nicht darum zu schauen, wie perfekt der Sound erhalten ist, sondern einfach nur, ganz im Gegenteil eigentlich, wie hat sich der Sound jetzt verändert? Okay. So, wir starten mal mit dem 18 Zoll Masterwork Iris Crash. Das Schöne ist, aus dieser Serie haben wir hier gleich drei Becken, nämlich ein intaktes 19 Zoll Iris Dark Crash, ein bereits repariertes 20 Zoll Iris Crash, was mir sehr gut gefällt, und dann dieses, was nur zwei Löcher hat. Das heißt, wir haben dann sozusagen drei Stufen, einmal intakt, einmal mit den zwei Löchern, einmal hier mit mehreren Löchern.
Nun zu diesem 22 Zoll Custom Pointer China. Wir vergleichen das mit diesem 22 Zoll China, was relativ dunkel klingt. So, nun zu den Hi-Hats. Wir starten mit der 14 Zoll Hi-Hat, mit diesem Hi-Hat Bottom und vergleichen das mit verschiedenen Hi-Hat Tops. Und jetzt dieses 14 Zoll Hi-Hat Top, was jetzt etwa 11 Zoll hat. Und werden mal schauen, ich habe leider kein 11 Zoll Hi-Hat Becken. Wir schauen mal, dass wir das mit verschiedenen Hi-Hat Becken als Top und als Bottom kombinieren. Und mal schauen, was bei rauskommt.
Also, Fazit zu diesen vier Becken, die wir jetzt einmal getestet haben von mir ist, ich bin überrascht, wie sehr alle doch ihren Charakter behalten haben. Natürlich, weil hier relativ wenig mitgemacht wurde. Im Vergleich haben wir ja uns mal dieses hier angehört, wo sehr viele Löcher drin sind. Im Gegensatz dazu sind ja bei allen immer nur zwei symmetrische Löcher gebohrt oder gesägt worden. Gerade das China gefällt mir sehr gut. Das war vorher schon relativ spritzig, jetzt ist es noch ein bisschen schärfer, noch ein bisschen schmaler im Sound. Und ist für Akzente wirklich sehr, sehr gut, gefällt mir sehr gut. Ich wurde vorgewarnt, dass das natürlich dafür sorgen kann, dass es hier nicht nur schneller reißt, ganz klar, sondern sich sogar umbiegt. Dass irgendwann, wenn man es mal auf eine bestimmte Art und Weise trifft, sich die ganze Krempe umfalten sollte. Das könnte passieren. Wie gesagt, es gibt natürlich keine Garantie dafür. Aber ich vertraue da auf die Tipps von der Becken-Klinik. Also da wurde ich dann schon ganz gut beraten. Auch beim Crash-Becken muss ich sagen, es hat den Grundcharakter gut behalten. Wie gesagt, immer dran denken, es ist nicht das Ziel. Aber hier bin ich positiv überrascht, dass es ziemlich gut den Charakter behalten hat und einfach ein bisschen schärfer klingt. Und deshalb finde ich das schön, mit den anderen beiden abzustufen. Da hat man sozusagen einen Mittelweg zwischen diesem typischen Lochbecken und einem normalen Crashbecken. Gefällt mir auch sehr gut. Bei den Hi-Hats ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Klar, hier geht die Luft unten raus. Das heißt, man hat nie diesen vollen Sound von einer Hi-Hat. Aber es ist ein ganz interessantes Hi-Hat-Bottom, um das mit verschiedenen Tops zu kombinieren. Und dann eher so ein Stack-Sound, so ein Trash-Hat-Sound zu kreieren. Oder in Kontrast zu einem vollen Hi-Hat-Sound, einer intakten Hi-Hat, dann eben diesen sehr hohen Sound zu haben. Das heißt, eher geschlossen, aber auch getreten und offen klangen die ganz interessant, aber eben natürlich nicht so voll. Das gleiche gilt für das. Das müsste man natürlich mit der entsprechenden Größe kombinieren oder man benutzt es als Bell oder sehr dickes Splashbecken. Immer dran denken, diese Becken sind jetzt quasi neue Becken. Man muss sich erstmal daran gewöhnen. Das war jetzt spontan, was ich dazu gespielt habe. Man muss die so benutzen, man muss sie entsprechend dem Sound benutzen, den sie anbieten. Das heißt, ich würde dieses 11 Zoll Hi-Hat-Becken natürlich jetzt nicht einfach genauso spielen wie eine normale Hi-Hat, sondern ich schaue, in welcher Kombination es gut klingt und nutze es dann entsprechend. Genauso wie dieses Becken jetzt sehr viel schärfer klingt als zu der Zeit, wo es noch intakt war. Und dann benutze ich es natürlich auf die Art und Weise. Das heißt, die Frage, kann man Becken reparieren, würde ich mit Nein beantworten, wenn die Frage beinhaltet, dass sie klingen wie vorher. Dann kann man sie definitiv nicht reparieren. Man kann aber aus ihnen neue Becken machen. Das finde ich das Schöne daran. Ich habe jetzt für diese vier Becken bei der Beckenklinik in etwa 260 Euro bezahlt. Das ist etwas, das ist ein Betrag, für den man ein gutes Becken neu kaufen kann. Ein einziges Becken. Und aus vier kaputten, gerissenen Becken, die entweder weitergerissen werden oder die ich dann direkt entsorgt hätte, aus den vier habe ich für den Preis von einem neuen Becken vier neue Becken machen können, die natürlich nicht so lange halten werden. Die ausgestanzten, ausgebohrten Sachen werden natürlich nie so lange halten wie ein komplett neues Becken. Und es ist eine Überraschungstüte, man weiß nie, was bei rauskommt. Vielleicht ist es ein Sound, der einem nicht gefällt, den man nicht braucht. Aber ich würde dieses Geld auf jeden Fall ausgeben, denn ich lasse mich zum einen gerne überraschen und zum anderen kann es sein, dass wirklich was sehr, sehr Gutes bei rauskommt. Und dann hat man für den Preis von einem Becken, in diesem Fall vier mehr oder weniger neue Becken, nicht neuwertig, aber man hat einen ganz neuen Klang, kann sich auch mal selber ein bisschen herausfordern damit. Und man darf nicht vergessen, in die Herstellung eines neuen Beckens geht sehr, sehr viel Energie. Also das Erhitzen des Metalls und das Nachbearbeiten, das Verpacken und der Transport und innerhalb Deutschlands einmal so ein defektes Becken hin und her zu schicken. Es wird, soweit ich weiß, kalt ausgestanzt oder ausgesägt. Das heißt, es geht nicht so viel Energie rein im Sinne der Nachhaltigkeit. Es ist also eine gute Sache, erstmal zu schauen, ob man das Becken noch irgendwie retten kann oder ein neues Becken daraus machen kann. Deshalb würde ich das definitiv empfehlen.
Wenn ihr noch andere Anbieter wisst, außer beckenklinik.de, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen, denn wie gesagt, das ist nicht gesponsert von der Beckenklinik. Es ist einfach der einzige Anbieter, den ich im Moment kenne, der mir sehr gut gefällt. Wenn ihr noch weitere kennt, lasst mich gerne wissen. Wenn ihr noch weitere Möglichkeiten kennt, um Becken zu retten oder zu modifizieren, lasst es mich auch gerne in den Kommentaren wissen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!